Und damit herzlich willkommen zu der dieswöchigen Herausforderung in Phasmophobia. Diese Woche haben wir ausschließlich Audio. Wir haben ein paar Ausrüstungsstücke für Tonaufzeichnung in die Hände bekommen. Hier wirst du deine Ohren nutzen müssen. In dieser Herausforderung starten wir mit 100% Sanity und bekommen 3 Beweise. Der Strom ist defekt, das heißt, wir können ihn nicht einschalten und es gibt kein verfluchtes Besitztum. Die Geschwindigkeit von Spieler und Geist liegt bei 100% und das Equipment ist von Stufe 1 bis Stufe 3 nicht voll ständig verfügbar. Beide Monitore im Truck sind sichtbar und es gibt 5 Minuten Vorbereitungszeit. 3-mal müssen wir den richtigen Geist in Sunny herausfinden und ich würde sagen, wir starten direkt. Betty Dexter, Geister-Event, 25 Sanity und einer Jagd entkommen. So, dann nehmen wir uns erstmal eine Taschenlampe. Uns fehlen Kruzifixe, Medizin, Räucherstäbchen, Salz, EMF, uns fehlen Videokameras und Stative sowie Thermometer und UV. Ansonsten haben wir soweit alles zur Verfügung, mehr oder weniger. Das ist mit Verstecken spielen, Suchen meine absolute Hass-Challenge. Man verliert extrem wenig Sanity, der Geist macht extrem wenig. Man kann seine Sanity nicht zusätzlich senken, weil man eben keine verfluchten Besitztümer hat. Es dauert unfassbar lange. Ich werde keine perfekte Runde machen mit Entkomme einer Jagd. Sollten wir jetzt irgendwie nicht Dämon haben oder so. Deswegen, ja, ich werde den Geist herausfinden, so gut es geht. Und dann fahre ich ab, weil diese Weekly dauert so unfassbar lange, was so unnötig ist einfach. Aber okay. Wir gehen rein mit einer Box und dem Fotoapparat. Wir haben sowieso 5 Minuten Vorbereitungszeit. In diesen 5 Minuten kann mir gar nichts passieren. 5 Minuten sind unfassbar lang. Das heißt, ich laufe jetzt einfach nur durch Sunny. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Weil ich euch dann ein bisschen was erzählen kann über die letzte Woche. Ja. Und dann hören wir mal, ob wir Geisti hören. Genau so machen wir das. Ja. Noch ein paar Infos zu der Challenge. Es ist keine Tür zu Beginn offen. Es gibt alle Verstecke. Und es ist nur ein 100%iger, also ein einfacher Sanity-Verlust. Was bedeutet, dass wir weniger als 3% verlieren. In der Minute. Dazu kommt, dass wir in der Vorbereitungszeit sowieso nochmal weniger verlieren. Also so gut wie nichts. Letzte Woche habe ich meinen Koffeinentzug angefangen. Den habe ich erfolgreich durchgezogen, wo ich persönlich sehr stolz drauf bin. Am Montag ging es mir noch sehr gut. Ich war sehr müde, weil ich halt recht früh aufgestanden bin. Aber naja, ich bin dann um 16 Uhr schlafen gegangen. War dann halt so. Dienstag ging es auch noch. Da war es noch okay. Ich bin nicht früh schlafen gegangen, weil ich ja gestreamt habe. Habe ich gestreamt? Nein, ich habe nicht gestreamt. Aber es ging noch. Ich habe mich... Ach, diese Tür ist grauenvoll. Ich habe mich mit Arbeit einigermaßen über Wasser gehalten und habe mich gut abgelenkt, würde ich sagen. Mittwoch war dann katastrophal. Ich hatte Nackenschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Ich hatte alle Schmerzen, die man sich vorstellen konnte. Ich hatte Bauchschmerzen. Ich war unmotiviert. Ich war richtig schlecht gelaunt. Also Mittwoch war wirklich grauenvoll. Da ging es mir wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Donnerstag war ich dann so halb überm Berg. Ja. Ab da ging es eigentlich nur noch bergauf. Ich hatte immer noch Kopfschmerzen. Ich habe immer Kopfschmerztabletten genommen. Es ging einfach nicht anders.
Also das war im Prinzip das einzige Koffein in wirklich sehr geringer Dosis, was ich zu mir genommen habe, weil wir halt keine Schmerzmittel, keine Kopfschmerzmittel ohne Koffein haben. Oh, der Geist ist hier. Ja, der Geist ist hier. Ich unterbreche mal. Where are you? How old are you? Okay, ich glaube, ich sollte einmal raustappen. Where are you? How old are you? Okay, wir haben... Ja, ja, wir haben die Box. Das ist doch gut. So, wo war ich jetzt? Ja, genau. Also, die Kopfschmerzmittel waren im Prinzip die einzigen Mini-Koffein-Dosen, die ich zu mir genommen habe. Was ich jetzt aber auch nicht als Entzugsunterbrechung zählen würde, weil das halt echt sehr geringfügig dosiert ist. Dadurch ging es mir dann doch etwas besser. Ich hatte keine Kopfschmerzen, ich konnte auch streamen und alles. Gestern am Sonntag musste ich keine nehmen. Da hatte ich im Stream Kopfschmerzen bekommen. Aber das war nicht ganz so grauenvoll, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt muss ich unbedingt. Ja, so viel zu, wir verlieren gar nichts. Und ich bin wirklich unfassbar happy, dass ich jetzt wieder Energy trinken kann. Was natürlich nicht nur daran liegt, dass ich einfach diese Abhängigkeit wirklich tief in mir verankert habe, sondern auch, weil ich die Nacht einfach absolut gar nicht geschlafen habe. Ich bin das erste Mal um 1.30 Uhr aufgewacht und seitdem habe ich eigentlich nur wach gelegen und mich hin und her gedreht. Ich konnte schlichtweg einfach nicht schlafen und dann bin ich, glaube ich, um 6 Uhr eingepennt nochmal. Und habe, ja, hab dann halt um 6.30 Uhr meinen Wecker ausgemacht. Also, geil war es jetzt nicht, die Nacht. Aber naja, ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wieder Energy trinken kann. Mein Plan ist, dass ich nur Energy trinke am Montag, weil ich früh aufstehe. Sehr früh, um 6.30 Uhr. Ja, danke, Geist. Und sonst werde ich halt wirklich nur ein Energy trinken, wenn ich streame. Das heißt, mittwochs und sonntags nicht. Nee, da komme ich so lang. Nee, da komme ich nicht so lang. So habe ich nicht jeden Tag... Oh, Geist, die wird nicht in mein Büchlein schreiben. Gut. So habe ich nicht jeden Tag Koffein, was ich mir reinballer. Und verfalle vielleicht nicht ganz so schnell wieder in eine Abhängigkeit. Und deswegen, auch aus gegebenem Grund, ich habe euch jetzt ziemlich lange vollgequatscht, es tut mir leid, aber... Ja, ne, was soll ich machen? Ich habe nicht wirklich viel, was ich tun kann. Ich gehe auch mal wieder raus. Auch aus gegebenem Anlass, weil ich leider nicht so gute Nachrichten aus der Familie bekommen habe gestern. Achtet auf eure Gesundheit, egal worum es geht. Es geht mir dabei jetzt auch nicht nur um irgendwie, dass man zu viel Koffein zu sich nimmt oder so, sondern um alles. Sobald ihr merkt, dass es euch gesundheitlich nicht gut geht, bitte geht zum Arzt, bitte lasst euch durchchecken. Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber ich habe halt auch eine Historie in der Familie mit gewissen Krankheiten. Und dann sitzt man halt da als 30-jährige Frau und denkt sich so, vielleicht sollte ich doch langsam anfangen und auch mal ein Blutbild machen lassen, um so gewisse Dinge auszuschließen. Und deswegen... Achtet einfach auf eure Gesundheit. Ja. Und damit beende ich das Thema jetzt. Es tut mir leid, aber ich hatte wirklich ein großes Bedürfnis, darüber zu reden. Wir können jetzt hier stehen bleiben.
und warten, dass der Geist irgendetwas macht, während ich euch von meinem Pilzsammelausflug erzähle, weil der war großartig. Ich werde euch hier mehr zuquatschen als alles andere. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ein EMF-5. Vielleicht auch nicht. Ich höre ja auch alles. Gut, schauen wir einfach mal. Wir waren am Samstag Pilze sammeln. Das war großartig. Die Ausbeute der Pilze waren 37 Gramm Steinpilze, was jetzt echt nicht viel ist, ne? Aber das war nicht das Coolste, was wir gefunden haben. Das Coolste, was ich gefunden habe, war ein richtig gut erhaltener Wildschweinschädel. Das war richtig geil. Ich gehe so leicht in den Wald rein und denke mir so, boah, der Ast sieht ja geil aus. So, das sah so aus wie so ein weißlicher Ast mit so einem Astloch, was quasi so gewunden ist. Und ich gehe so dicht daran und dann sehe ich so, boah, das ist ein Schädel. Und ich heb den so hoch und gehe so aus dem Wald raus, komm da so rausgestappt. Ich war mit meinem Mann und seinem Bruder Pilze sammeln und sag so, ey Jungs, guck mal, ich habe was richtig Geiles gefunden. Ja, der Wildschweinschädel liegt jetzt bei Schwiegereltern. Wir wollen den wahrscheinlich am Mittwoch auskochen und sauber machen. Und dann kommt er bei mir hinten in mein Streaming-Regal, wo ich richtig happy drüber bin. Der ist richtig gut erhalten, der sieht richtig, richtig schön aus. Auf Instagram könnt ihr euch den auch ansehen. Ich habe ein kleines Reel gemacht von dem Tag. Instagram ist auch unten in der Videobeschreibung. Also, ja. Also ich würde jetzt erst einmal sagen, dass wir kein EMF-5 haben. Damit bleiben Phantom, Yokai, Onryu und Mimic. Ich kann ja nicht wirklich viel bestimmen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das mit. Und gucken mal, ob Geisti im Räumchen bleibt. Weil so kann ich ein Onryu bestimmen. Ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche nur eine Kerze. Aber ich brauche zwei Bewegungsmelder. Wobei, ist das Stufe 2? Das ist Stufe 2. Nee, dann brauche ich nur einen Bewegungsmelder. Dann brauche ich nur einen Bewegungsmelder. So. Und jetzt habe ich euch genug mit meinem Privatleben vollgequatscht, weswegen ihr gar nicht hier seid, weil ihr nur hier seid, um Phasmo zu sehen. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Aber das Video wird sowieso etwas länger gehen als normal. Einfach, weil die Challenge echt kacke ist. So, Onryu, testen wir folgendermaßen. Geisti muss in seinem Räumchen bleiben. Ja, oh, das ging schnell. Zwei Kerzen muss er noch auspusten. So. Ich kann sehen... Okay, er ist jetzt gerade wieder in seinen Raum reingelaufen. Hast du vielleicht schon den Raum gewechselt? Bist du gar nicht da? Bist du im Flur? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, dass du mein Büchlein nicht willst, das weiß ich. Wir haben keinen Onryu. Auch wenn er sehr schnell meine Kerzchen ausgepustet hat. Wir haben Tots! Oho! Aha! Oho, aha, oho! Okay, wir haben Dots. Das ist gut. Das ist gut. Gut, 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 gut. Ich würde gerne einen Dot fotografieren. Dann könnte ich nämlich ein Phantom entweder erkennen oder ausschließen. Can you show yourself? Can you do something? Can you give me a sign? Ey, werf mal nicht mein Bodenfleisch bitte, ja? Ich will mir das gleich noch mitnehmen. Okay, wir haben kein Phantom, weil die Dots vom Phantom, die würden auch verschwinden. Gespenst, ja. EMF, UV, Yokai. Orb. Quatsch, EMF, UV? Was laber ich? Gespenst hätte EMF, Yokai hätte Orb. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube eher, dass es ein Yokai ist.
Ich glaube eher, dass es ein Yokai ist, aus folgendem Grund. Halt, wartet. Oh, schade. Oh, schade. Ich glaube eher, dass es ein Yokai ist, weil wir auf der Gesamtaktivität noch kein EMF-5 hatten. Und ich könnte... Ich könnte das auch anders testen. Allerdings müsste das Phantom... nee, Quatsch. Allerdings müsste das Gespenst dafür dann seine Fähigkeit anwenden. Und das ist so eine Sache. Ob er das wirklich tun würde. Ob sie das wirklich tun würde. Can you blow out my candle? Can you... Ja. Du sollst meine Candle... Du sollst nicht weglaufen. Du sollst meine Candle auspusten. Naja, gut. Immerhin. Tja. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, das ist definitiv kein Gespenst. Das kann eigentlich nur ein Yokai sein. Ich stelle mich mal kurz in den Truck. Und dann erkläre ich ein bisschen. Also, wie gesagt, Phantom können wir definitiv ausschließen. Ein Yokai kann ich nur leider noch nicht testen, weil... Ja, ist ja gut. Ich bin leider noch nicht unter 80% Sanity. Also, ein Gespenst hätte EMF-5. Sie macht jetzt nicht ultra viele Sachen, aber... Immer wenn sie etwas macht, es war halt kein EMF-5. Auch das ist zu niedrig für ein EMF-5. Sie hat zu kleine Schritte auf dem EMF. Wer wissen möchte, wie man ein EMF-5 ablesen kann von der Gesamtaktivität, der kann gerne einmal da oben hinklicken und nach dem Video sich das Erklärungsvideo anschauen. Ich halte das trotz den etwas größeren Abschnitten immer noch für zu wenig. Den Yokai können wir nicht wirklich testen, weil wir halt keine Videokamera haben. Aber ich gehe eher von Yokai aus. Weil mir sind die Abstände einfach zu klein. Ich könnte jetzt natürlich noch 10 Minuten drin stehen bleiben und warten, bis meine Sanity niedrig ist und hoffen, dass der Yokai mich vielleicht über 50% jagt, wenn ich ihn voll quatsche. Ich würde eigentlich am liebsten fahren, aber wenn es dann kein Yokai ist, dann muss ich das noch öfter wiederholen. Und das ist halt, nicht cool. Aber es ist zu wenig für EMF-5. Ob sie uns vielleicht ein Geister-Event gibt? Das fände ich vielleicht auch gar nicht so schlecht. So ein Geister-Event wäre auch nice. Ich gehe noch ein letztes Mal rein. Ein einziges Mal noch. So, ich halte jetzt die ganze Zeit V gedrückt. Geistilein, Geistilein, komm, gib mir doch ein Zeichen. Geistilein, Geistilein, komm, zeig dich doch einmal. Mach mir doch ein Geister-Event, ich würde mich sehr freuen. Geistilein, oh Geistilein. Ja. Geistilein,
Sag mir, wieso bist du ein Schwein? Komm, das kann doch gar nicht sein. Oh, ich stell dir gleich ein Bein. Auf dem Boden liegst du schon. Oh, du Kleiner. Sohn. So, mir ist gerade auf die Schnelle kein anderer Reim eingefallen. Es tut mir leid. Also es scheint mir, als würde sie ein bisschen aktiver werden. Ja. Es scheint mir, als würde sie ein bisschen aktiver werden, wenn ich rede. So ein ganz kleines bisschen. Komm, Geisti, ich schneid dich auf. Hast du Bock drauf? Also, das war jetzt eigentlich nicht so ernst gemeint, ne? Aber das ist schon okay. Das alles ist ja. Ja. La 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 la. La 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 la. Geist, die Geist, die Geist, die Geist, die Geist. Oh Geist. Aber so ein Geister-Event hast du nicht wirklich Bock mitzumachen, oder? Geist? So, jetzt halte ich mal nicht mehr V gedrückt. Aha. Macht sie dann immer noch so viel? Oder macht sie dann weniger? Also, ne? Kein V. Weil ein Yokai macht mehr Interaktionen und auch mehr Geister-Events und ist allgemein aktiver, wenn man eben in seiner Umgebung redet. Und wenn ich das jetzt nicht mehr mache, gibt sie mir zwar noch Dots, weil das ist davon unabhängig, aber sie ist jetzt ruhiger geworden. So, hier und da mal eine Türinteraktion. Ja. Aber ansonsten ist sie doch recht ruhig. So, und wenn ich jetzt wieder V drücke, wirst du dann jetzt wieder aktiver? Du müsstest nämlich eigentlich noch mit mir im Räumchen sein, Geisti. Can you give me a sign? Can you do something? Can you turn on the lights? Are you here? Can you show yourself? Where are you? Und jetzt hast du gar keinen Bock mehr. Ich bin trotzdem immer noch bei Yokai, also definitiv. Und die Runde geht einfach schon, ich weiß nicht, so über 20 Minuten. Was einfach unfassbar viel ist. So unnötig viel für eine Weekly. Ja, komm, wir gehen jetzt auf Yokai. So machen wir das jetzt. Ich gucke noch mal ganz kurz auf die Gesamtaktivität, aber das kann nur ein Yokai sein. 100%. Ach, ja. Mann, aus der Weekly könnte man auch richtig schön ein Errate den Geist machen. Ja, komm, also das ist, wer übrigens das neue Format noch nicht gesehen hat, der kann nochmal gerne da oben klicken und sich das Video nach diesem Video anschauen. Ich habe nämlich ein neues Format für Phasmologie 101 gemacht, und zwar Errate den Geist. Ich mache Speedruns in Woodwind. Ich habe erstmal nur 5 Runden gemacht und ich erkläre nichts. Ich zeige wirklich nur die Speedruns und ihr müsst quasi erraten, welcher Geist es ist. Und nachdem alle Runden gespielt sind, erkläre ich, warum es welcher Geist war. Bisher ist die Resonanz dazu sehr positiv gewesen. Wer das Video also noch nicht gesehen hat, kann da gerne einmal schauen gehen. Und wir fahren jetzt mit Yokai ab.
Der Joker ist ein Taubergeist, der durch die Stimmen von Spielern aggressiv wird. Er kann bereits ab 80% eine Jagd starten, sofern man in seiner unmittelbaren Umgebung spricht. Während der Jagd allerdings hört er Stimmen und spürt elektrische Geräte erst ab 2 Metern auf. Mit der Musikbox muss man außerdem dichter an den Geist heran, nämlich 2 Meter anstatt 5 Meter, bevor das Geister-Event startet. Wenn man in seiner Nähe spricht, dann erhöht sich die Chance auf Interaktionen, Geister-Events und auch Jagden. Walter Brooks, Geister-Event, EMF und einer Jagd entkommen. Wir nehmen uns wieder eine Taschenlampe und wieder das da. Joa. Ich habe euch in der ersten Runde schon komplett zugetextet. Deswegen würde ich sagen, klingelingeling, wir sehen uns wieder, sobald ich den Geist gefunden habe. Also, bis gleich. Oh, Geist ist gefunden! Ich weiß nicht, hier? Nee, ich glaube, einen weiter. Oh, ja, Geist ist hier. Sehr schön. So, bevor ich jetzt mit der Box rede, direkt einmal raustappen. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? Beruhigen Sie sich bitte. Okay, wir haben keine Box. Gut. Dann schmeiße ich einmal alles hin. Und laufe wieder raus. Gehen wir jetzt hier lang. Das ging recht schnell, das finde ich gut. Ja, keine Box. Ich würde für das Zimmer eigentlich direkt 2 Dots mitnehmen. Weil dann ist es besser abgedeckt. 2 Dots und ein Buch. Dann haben wir auch alle Beweise, die ich bekommen kann, drin. Und dann müssen wir mal gucken. Ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwann darauf angewiesen bin, den Geist jagen zu lassen, weil das wäre eine absolute Katastrophe. Noch sieht es nicht nach EMF5 aus. Noch. Aber schauen wir einfach mal. Ich bin da. So, Nummer 1. Nummer 2. Das Buch legen wir dahin. Goodie. Can you give me a sign? Ich brauche mir absolut keine Sorgen darum machen, dass ich in der nahen Zukunft gejagt werde. Von daher, can you do something? Can you show me your dots? Das wären die Dot-Geister. Ja, guten Gorio kann ich nicht mal rausfinden, ne? Where are you? Can you write in my book? Ich könnte mich auch, falls es vielleicht ein Shade ist, was ich nicht glaube, er hat ja schon was geworfen, ne? Während ich im Raum bin. Can you give me a sign? Can you do something? Can you show yourself? Walter Brooks. Where are you? Oh? Das war mein Büchlein. Er wird nicht ins Büchlein schreiben. Ja, gut.
Was ist, wenn wir jetzt auch noch die Dots ausschließen würden? Jin, Hanto, Obake. Ich meine, Jin ist recht einfach zu erkennen. Der hat nämlich die Fähigkeit, wenn Spieler mit ihm im gleichen Raum sind, im Umkreis von 3 Metern, dass er 25% Sanity abziehen kann. Sogar von mehreren Spielern gleichzeitig. Ja gut, Buch hat er ja geworfen. Shade ist ja raus. Hallo! Beruhigen Sie sich bitte. Es gibt halt leider immer noch die Möglichkeit, dass es ein Gorio ist. Und den werde ich leider nicht rausbekommen. Zumindest nicht über die Dots. Ah, schwierig. Ich hole mir mal ganz schnell noch ein... Box ist raus. Kann kein Onryo sein. Den brauche ich also gar nicht testen. Ich würde mir einen Schallsensor reinholen. Ich denke mal... Damit kann ich das am besten überprüfen, wenn er was wirft. Was er wirft. Wie häufig er etwas wirft. Ha, das ist trotzdem zu niedrig für EMF5. Viel zu niedrig. Ich meine, wenn ich EMF5 rausstreiche, dann bleiben Banshee, Yurei, Hanzu. Okay, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Und ich würde das mitnehmen. Ja, ist halt echt nicht viel, ne? Also, ist zu niedrig. Und wer weiß, vielleicht kriege ich einen Banshee-Schrei. Das wäre hervorragend. Weil dann wäre die Runde recht schnell vorbei. Und es könnte natürlich auch immer noch ein Mimic sein. Wobei, nein, könnte es nicht. Weil die Box ist ja raus. Und ich kriege ja 3 Beweise. Meine Taschenlampe da. Danke. Moroi kannst du nicht sein. Dann würde wenigstens meine Sanity ein bisschen schneller sinken. Mehr oder weniger schnell, aber naja. Wobei, ganz ehrlich, also eine Banshee hätte Dots. Ebenso halt auch ein Gorio. Wenn wir in der nächsten Zeit keine Dots sehen... Dann können wir diese Geister eigentlich auch schon ausschließen, bis auf den Gorio. Aber schauen wir erstmal, inwiefern vielleicht der Bewegungsmelder ausschlägt. Herrn Mühling kann es halt auch nicht sein, weil das Buch geworfen wurde. Ja, er ist wieder reingewandert. Ja. Can you do something? Can you give me a sign? Are you here? So, jetzt. Perfekt. Düdüm.
Vor allem, sollten wir nicht eigentlich alle Verstecke haben? Also mein ganzes Buch wird voll mit der Tür. Can you show yourself? Can you do something? Can you give me a sign? Wobei ich in der Runde davor auch... Ich glaube, das war der Käse. Auch recht spät erst Dots gesehen habe, ne? Can you talk to me? Can you give me a sign? Can you show yourself? Warst du Walter? Ja. Walter Brooks. Where are you? Direkt vor mir. Okay, also ich habe bisher noch keinerlei Dots bekommen. Wie gesagt, es könnte immer noch ein Goryeo sein. Aber das sind die Geister, die jetzt noch übrig sind. Ich würde gerne einfach mal gucken, wo meine Sanity ist. Vielleicht, obwohl, nein, warte. Der Djinn kann, ach, scheiße, nein, ich kann so gar keinen Djinn herausfinden. Weil der Djinn kann die Fähigkeit nur anwenden, wenn der Sicherungskasten eingeschaltet ist. Müll. Warum musst du defekt sein? Warum muss diese Wochenherausforderung so eklig langweilig sein? Also das ist kein EMF5. Ich bleib mal hier eine Weile stehen und guck mir das mal an. Aber das dürfte kein EMF5 sein. Weil wenn EMF5 raus ist, dann hätten wir ein Handtuch. Das wäre dann natürlich geraten. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe bisher keine Dots gesehen. Das heißt, es werden auch definitiv keine Dots mehr kommen, außer es ist ein Goryeo. Aber dann müssten wir EMF5 haben. Und wenn wir die Geister mit den Dots sowieso schon alle ausgeschlossen haben und dann noch EMF5 rausgeht, dann bleibt nur der Hantu übrig. Ich könnte natürlich nochmal die Box beim Bewegungssensor ausprobieren. Weil wer weiß. Vielleicht war er ja außerhalb vom Raum, weil er krepelt schon sehr viel bei der Tür rum. Vielleicht war er außerhalb vom Raum. Und ich konnte deswegen nicht die Box bestimmen. Weil wenn die Box jetzt doch noch drin wäre, dann hätten wir trotzdem immer noch die Geister. Boah. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es kein EMF5 ist. Definitiv ist das kein EMF5. Also er macht ja echt so gut wie gar nichts. Also auf der Gesamtaktivität. Ja. Ich nehme einfach mal eine Kerze mit. Ich zünde sie nicht an, weil dann verliere ich noch weniger Sanity. Aber ich würde einmal reingehen und sollten wir doch die Box haben, kann ich direkt einen Onryo testen. Auch wenn ich eher bei Handu bin. Und ich würde dann auch, wenn ich die Box nochmal getestet habe,
und die ist es wirklich nicht, ich glaube, dann fahre ich mit Handschuh. So. Achso, ne, den habe ich ja noch, ne? Wirfst du mal bitte meinen Käse hier nicht so umher? Ich meine, ein paar Fotos würde ich auch noch nehmen. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? Ja, ja, du mich auch. Where are you? How old are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? Also die Box ist es zu 100% nicht. Okay, warum funktionieren die Türen nicht? Wisst ihr was? Kacke egal. Ich gehe auf Hantu. Na, jetzt brauchst du auch keinen Lichtschalter mehr einschalten. Aber was ist denn bitte mit den Türen los? Warum kann ich einige Türen in Sunny fotografieren und dann wieder nicht? Das verwirrt mich gerade am meisten. Bitte sei ein Handtuch, bitte, bitte, bitte. Ich will das nicht noch einmal machen, bitte, bitte, bitte. Das ist immer noch kein EMF5. Und damit gehen wir auf den Handtuch, denn wir haben auch keine Dots. Wird schon schief gehen. Der Handtuch ist ein Geist, der kalte Temperaturen liebt, da er sich dort schneller fortbewegen kann. Ab 0 Grad Celsius ist er 2,7 Meter die Sekunde schnell. In warmen Temperaturen jedoch bewegt er sich sehr langsam. Ab 15 Grad Celsius und höher ist er nur noch 1,4 Meter die Sekunde langsam. Der Handtuch besitzt die doppelte Chance, den Sicherungskasten auszuschalten. Zusätzlich besitzt er bei weniger als 3 Beweisen immer Gefriertemperaturen als Zwangsbeweis. Und zuletzt ist der Handtuch sehr einfach während der Jagd zu erkennen. Er besitzt nämlich keine graduelle Beschleunigung durch Sichtkontakt, da seine Geschwindigkeit immer von der Temperatur im Raum abhängig ist. Und dazu sind auch noch, sofern der Strom ausgeschaltet ist, kleine Atemwolken vor seinem Gesicht zu sehen. Catherine Dyer, 25 Sanity, Bewegungssensor und einer Jagd entkommen. Naja. Immerhin machen wir jetzt mal eine Aufgabe. Das ist doch schön. Es ist sehr leise. Wir haben klaren Himmel. Oh, es ist toll. Guti! Letzte Runde. Hoffentlich. Dann mache ich wieder Bingelbong und wir sehen uns, sobald ich den Geist gefunden habe. Das habe ich gehört. Ich muss nur rausfinden, wo. Hier? Ich habe das gehört. Oder bist du vielleicht hier? Wo hast du was geworfen? Was hast du geworfen? Ich habe hier auch nirgends Atemwolken. Bist du vielleicht in dem Büro? Weil hier kann er nichts werfen. Ich habe definitiv gehört, dass du was geworfen hast. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht wo.
das Ding bei mir? Hier kann er halt nichts werfen, ne? Wenn du doch nur noch einmal was machen könntest. Was ist eigentlich mit den Türen los? Die sind ein bisschen buggy irgendwie, ne? Sind alle nicht ganz dicht, die Türen. Stille. Unangenehme Stille. Sollte ich vielleicht doch einmal nochmal oben gucken gehen? Ich meine, vielleicht haben wir auch Gespenst oder Phantomen, die zu mir gewandert sind. Das könnte auch sein. Wäre dann allerdings sehr verwirrend. Oh! Den nehme ich. Die nehme ich sogar sehr gerne. Nehmen wir auch hin. Nein, nein, nein. Das ist schon unten. Das ist schon unten. Er hat gerade eine Tür bewegt. Jetzt muss ich nur gucken, wo er die Tür bewegt hat. Die ist es nicht. So, okay. Welche Tür? Die Tür? Bist du hier drin? Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte hier noch nie einen Geist. Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? Aber bist du wirklich hier, ist die Frage. Oder bist du vielleicht irgendwo anders? Ich bin ganz ehrlich. Ich tendiere gerade ein wenig zu Gespenst oder Phantom. Vielleicht auch Banshee. Die drei. Die zu mir gewandert, beziehungsweise sich zu mir teleportiert haben. Und hier dann Dinge gemacht haben. Weil sie sind hier nicht in der Nähe. Definitiv nicht. Und es fühlt sich eher so ein bisschen wie ein Phantom an, was die Fähigkeit eingesetzt hat und zu meinem letzten Aufenthaltsort quasi gewandert ist und da etwas getan hat. Ich gehe mal weiter. Weil die Tür hier ist ja auch offen. Und hier war ich noch nicht. Also hier war ich definitiv noch nicht. Vielleicht sind ja hier auch irgendwo Türen offen. Dann hätten wir auf jeden Fall einen Wandergeist. Oder einen Teleportationsgeist. Aber ich bin sehr verwirrt gerade. Weil der Geist könnte dann überall sein. Wenn es eine Banshee, ein Gespenst oder ein Phantom ist. Also wirklich überall. Und ich würde fast sogar sagen, das Banshee und Phantom mit Gespenst. Banshee, Phantom und Gespenst
die schlimmsten Geister für diese Challenge sind. Weil die halt wandern. Und wenn sie das sehr oft machen, na Halleluja. Oh, das kann eine etwas längere Runde werden. Aber ich habe unten einfach keine Atemwolken gehabt. Na gut, wir gehen hier nochmal lang und ansonsten muss der Geist da unten irgendwo sein. Der kann ja nicht dauerhaft nur seine Fähigkeit anwenden. Also wenn er Bock hat, schon. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich gering, dass er die ganze Zeit nur seine Fähigkeit anwendet. Okay, na gut. Dann würde ich mal sagen, ich gehe hier einfach mal in ein paar Räume rein und gucke, ob ich vielleicht Atemwolken habe. Weil die müssten recht schnell auftauchen. Ansonsten ist er vielleicht wirklich in der Gummizelle. Aber was hat er dann geworfen? Er hat zu Beginn ja irgendetwas geworfen. Gut, er kann natürlich von der Gummizelle aus Dinge werfen. Hier überall kein Atem. Also bist du doch hier. Okay, ich habe jetzt mal keine Atemwolken. Noch nicht, aber... Where are you? How old are you? What are you? What do you want? Hallo? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? How old are you? Where are you? What do you want? Why are you here? Ich habe trotzdem keine Atemwolken. Genau das verwirrt mich. Okay, ich mach mal Folgendes. Zack. Sollten wir wirklich einen Geist haben, der immer wieder zu mir kommt, egal auf welche Art und Weise, dann wird er früher oder später wieder in dieses Zimmer reinlaufen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich hole mir 3 Bewegungssensoren. Zack, zack, zack. Präpariere alle 3 Türen. Ja, wobei eigentlich müsste ich alle 4 Türen präparieren. Aber ich präpariere erstmal nur 3 Türen. Und zwar präpariere ich die Tür vom Geisterraum. Vom vielleichtigen Geisterraum. Zack. Dann präpariere ich diese Tür. Und dann präpariere ich diese Tür. Weil damit
Wenn der Geist sich dann zu mir teleportieren sollte, zu mir wandern sollte. Dann bekomme ich mit, von wo er kommt. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich hier ja noch Atemwolken. Kann jetzt natürlich auch dauern, ne? Ich würde sagen, ich setze hier nochmal einen Cut. 5 Minuten. Sollten die Bewegungssensoren nicht ausschlagen, irgendwo muss der Geist ja sein. Der Geist kam von da. Where are you? How old are you? What are you? Wir haben schon mal keine Banshee. Wir haben ein Phantom. Das ist so 100% ein Phantom. Das ist so 100% ein Phantom. Zu 100%. Wir haben die Box als Beweis. Ein Gespenst würde sich teleportieren und nicht zu mir laufen. Der Geist ist wirklich zu mir gelaufen. Hier ist der Geist. Hier? Oder hast du noch auf deinem Weg eine Tür geöffnet? Hier bist du. Hier bist du. Hier bist du? Vielleicht bist du nicht hier. Aber du bist in irgendeinem dieser Räume. Gucken wir einfach mal. Gucken wir mal. Ich hole mal das andere Sensörchen. Aber hier sieht's halt so aus, ne? Er könnte halt hier sein. Weil hier die Eimer so rumliegen. Anders als sonst. Okay, er kam aus diesem Raum. Er kam aus diesem Raum raus. Schon die Tür, die du bewegst. Ja. Das kann nur ein Phantom sein. Keiner der Geister läuft wirklich aktiv zu mir. Das heißt auch, dass wir Dots haben würden. Jetzt ist er nämlich gerade wieder hier reingelaufen. Okay. Folgendes. Wir haben UV und Dots für das Phantom. Ich hole jetzt Dots. Jetzt wird er mir natürlich erstmal wieder hinterher wandern. Aber das ist kein Phantom. Ich habe so mit Bewegungssensoren, ehrlich gesagt, auch noch nie wirklich ein Phantom rausgefunden. Eine Banshee ja, aber ein Phantom noch nicht. Aber das überprüfen wir jetzt. Interessant. Interessant. Das beeindruckt mich gerade selbst. Also, dass der Geist wirklich von so weit weg einfach durch die Bewegungssensoren zu mir gewandert ist. Das sieht definitiv nicht nach EMF 5 aus.
Und wenn wir jetzt Dots haben und die Dots fotografieren und der Geist verschwindet, dann ist es zu 100% ein Phantom. Okay, das war eine wirklich unfassbar interessante Runde. Also hier muss ich sagen, das war jetzt mit die spaßigste Runde in diesem Video für mich persönlich. Weil ich wirklich verwirrt war. Weil ich wirklich gucken musste, wo ist der Geist. Und das hat echt Spaß gemacht. Ja, ja, Geisti. Gucke mal hier, da, hier. Jetzt habe ich hier auch Atemwolken. Can you show yourself? Es ist ein Phantom. Es ist ein Phantom. Ich habe mit Bewegungssensoren ein Phantom herausbekommen. Oh wow, es ist cool. Das ist... Damn. Damn. Ich war ultra verwirrt am Anfang. Aber oh mein Gott, das war eine sehr coole Runde. Komm, gib mir noch einmal... Nur noch eine Interaktion. Eine Tür-Interaktion oder so. Can you touch a door? Can you do something? Jetzt ist sie gerade rausgewandert. Ich meine, du musst dich nicht mal zeigen. Wirf etwas oder beweg etwas. Geisti. Komm. Okay. Wir gehen. Phantom ist eingetragen. Und das wird auch definitiv kein Mimik sein. Sonst hätte der Geist das nicht so lange durchgezogen. Cool. Das Video geht einfach über eine Stunde. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wenn ich was rauscutte, geht das Video vielleicht nur knapp eine Stunde. Aber ich denke, Montagmorgen gibt es nichts Besseres, als eine Stunde dieses Video zu schauen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Das hoffe ich sehr. Geil. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt. Cool. Das Phantom ist ein unsichtbarer Geist, der sehr mit der Sanity des Spielers spielen kann. Befindet man sich im Umkreis von 10 Metern vom Geist während eines Geisterevents oder einer Jagd, dann verliert man anstatt 0,2% 0,5% Sanity pro Sekunde. Seine große Schwäche sind Fotoapparate. Fotografiert man den Geist, so verschwindet er und man bekommt ein leeres Geisterfoto. Seine Fähigkeit ist, dass er zur letzten Position eines zufälligen Spielers wandern kann. Am Endpunkt gibt es dann ein EMF-2. Während der Jagd ist das Phantom auch sehr einfach zu erkennen, da es länger unsichtbar ist als alle anderen Geister. Und das war's auch schon mit der dieswöchigen Herausforderung in Phasmophobia. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo freuen, damit ihr die nächsten Videos nicht mehr verpasst. Schaut auch gerne bei meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich mehrfach die Woche live. Den Streamplan dazu teile ich generell im Discord und auch auf Instagram. Alle Links sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, bis dahin.